Willkommen, meine lieben Freunde, zum siebten Spieltag der GPL Season 4. Es geht ran gegen das Team Variant Vulpix, geleitet vom lieben Crowd Controller. Und bevor ich mit dem eigentlichen Video beginne, möchte ich euch kurz darauf hinweisen, dass es eine Live-Version von diesem Kampf gibt. Also ich habe das Ganze live kommentiert und auf nicht gelistet hochgeladen, weil es gibt ja einige, die gerne meine Gedankengänge etwas genauer nachvollziehen wollen. Und dafür habe ich das Ganze eben live kommentiert. Nur ist das Commentary in diesem Live-Kampf jetzt nicht allzu gut, weil ich super aufgeregt bin, zumindest bin ich jetzt nicht so zufrieden damit, und dementsprechend habe ich mich jetzt nicht wirklich auf das Commentary fokussiert, sondern wirklich auf den Kampf, damit ich eben auch trotzdem mein Bestes geben kann. Aber falls es euch interessiert, könnt ihr natürlich dieses Video anschauen, oder wenn ihr das Ganze etwas kompakter haben wollt, könnt ihr euch ganz normal jetzt dieses nachkommentierte Battle anschauen wie eh und je. Weshalb wir direkt mal anfangen mit dem Team vom lieben Crowd, und zwar sehen wir auf seiner Seite Rotom in der Schneideform, Alola Knogger, Mega B-Boy, Latios, Donphano, Meluetta. Und das ist nicht ganz das Team, was ich erwartet habe. Vor allem Rotom in der Schneideform hätte ich eigentlich nicht erwartet, dass er es mitnimmt, weil ich es als nicht so effektiv gegen mich angesehen habe. Aber er hat sich wahrscheinlich was dabei gedacht, weshalb ich da auf jeden Fall ein bisschen vor aufpassen muss. Auf meiner Seite wiederum sehen wir ein Vesprit mit der Boleo-Beere, ein Boinhelm-Rutalander, ein Leben-Obstimoner, ein Kikli mit dem Normaljuwel, Shaman mit der Offensivweste und Magierner mit dem Wahlglas. Natürlich habe ich hier Vesprit direkt an den Start geschickt, um eben die Tarnscheine rauszuholen, weil sie relativ hilfreich gegen ihn sein können. Weshalb ich direkt mal sagen würde, dass wir jetzt in den Kampf starten und schauen, ob das Ganze auch geklappt hat. Natürlich findet ihr alle weiteren Informationen zu diesem Team in der Videobeschreibung im Teambuilding-Video, und dann schauen wir direkt mal, wie das Ganze eben jetzt hier weiter verläuft. Ich leade mit meinem Vesprit, er mit seinem Rotom in der Schneideform, und da dachte ich mir, okay, was könnt ihr machen? Es gibt natürlich die Möglichkeit, Trickbetrug einzusetzen, aber ich möchte so oder so meine Tarnscheine rausbekommen. Vesprit ist zwar relativ wichtig für den Kampf, aber jetzt nicht so wichtig, weshalb ich auf jeden Fall es okay finden kann, wenn er mir den Wahlschalt zupasst, was er tatsächlich auch macht. Ist natürlich doch ein bisschen blöd jetzt für Vesprit, weil ich bin jetzt auf die Tarnscheine gelockt und habe jetzt auch die Boleo-Beere verloren, weshalb ich jetzt keinen Abschlag mehr von einem Minuetta in der Pirouettenform so gut tanken kann, aber trotzdem sollte das passen, denn die Tarnscheine sind draußen, und wenn er zum Beispiel in den Donphan reingeht, um diese wieder wegzuspinnen, habe ich schon mal die Robustheit angeknackst, wenn er keine Überreste hat. Auf jeden Fall geht er hier auf Öllicht, während ich auf meinen Shaman wechsle, weil ich mir dachte, vielleicht geht er ja auf Voltwechsel oder so, oder generell, ich kann jede Attacke mit Shaman sehr, sehr gut abfangen. Er geht aber wiederum auf Öllicht, was aber auch nicht allzu schlimm ist, denn ich habe die innere Kraft auf Shaman und kann somit das Ganze wieder wegheilen und gehe jetzt hier in mein Vesprit. Er macht sehr gut, geht auf Voltwechsel, bekommt somit Momentum und kann sehr wahrscheinlich in Mega B-Boy gehen, zumindest habe ich mir das gedacht, aber nein, er geht in Flefant, seinem Donphan, um wahrscheinlich auf Turbodreher zu gehen. So, jetzt ist natürlich mein bester Play wahrscheinlich in Shaman reinzuwechseln, weil wenn er auf Turbodreher geht, macht er mir kaum Schaden und ich mache sehr viel Druck auf sein Team oder baue sehr viel Druck auf sein Team auf mit Shaman. Aber ich dachte mir, nein, Donphan ist ein Pokémon, was ich gerne angeschwächt haben möchte, allein für meinen Snibuna, weil ich keinen Eistapfhagel auf Snibuna habe, und sobald Donphan weg ist, kann tatsächlich Snibuna super viel Arbeit gegen ihn leisten. Weshalb ich jetzt hier auf die Psychokinese gehe, während er doubled, weil er predicted hat, dass ich in meinen Shaman gehe, weil ich nicht sehr viel gegen Rotom machen kann. Und das war natürlich auch schlau von ihm gedacht, nur bin ich einfach drin geblieben und bin auf die Psychokinese gegangen, weshalb ich super guten Schaden auf Rotom bekomme, was mir auch zeigt, dass es auf jeden Fall offensiv sein muss vom EV-Split her, weil das doch sehr guter Schaden war. Ich gehe jetzt hier in meinen Magierner rein, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass er in Latios reingeht, also wirklich viel Predictions und viele Wechsel, die nicht alle aufgehen, weil ich dachte wirklich, er geht auf Latios, er hat ja gesehen, dass ich auf Psychokinese gegangen bin und ich bin jetzt logischerweise da drin gelockt, also muss ich weiter auf die Psychokinese gehen oder ich wechsle raus, aber er macht's gut, geht auf Blättersturm, kann somit Schaden auf Magierna bekommen, geht jetzt auch nochmal auf Öllicht, während ich auf meinen Vesprit reinwechsel, und da kommt auch nochmal ein bisschen jetzt Schaden rauf, den ich jetzt nicht so unbedingt haben möchte, aber das sollte passen. Ich gehe jetzt hier nur auf die Kehrtwende, weil ich dachte, vielleicht reicht das ja aus, wobei ich ganz vergessen habe, dass der Angriff hier halbiert wird durch die Verbrennung. Sollte aber auch nicht allzu schlimm sein, weil ich habe immer noch meinen Shaman. Ich kann es jetzt reinwechseln, und Shaman kann von der Range auch mit diesem Rotom ganz gut dealen. Er wechselt jetzt hier wieder mit seinem Voltwechsel raus, also man merkt wirklich, wie wir hier rauswechseln, und ich hoffe mal, dass es nicht allzu verwirrend ist. Für mich war es auf jeden Fall etwas verwirrend, weil ich nicht genau wusste, was ich jetzt von dem Kampf halten soll. Bin ich gerade in einer besseren Lage oder nicht? Bin ich in einer schlechteren Lage? Ich weiß es nicht. Das wird jetzt auf jeden Fall sehr interessant. Er wechselt in sein Latios rein, auf meinen Shaman, mit dem Voltwechsel, nachdem er das eben eingesetzt hat, und geht auf den Drachentanz, und das war sehr verwundernswert, denn ich habe Zauberschein im Set, kann somit relativ guten Schaden machen und ein Two-Hit-KO landen, und er kann mich eigentlich mit keiner Attacke von dieser Range besiegen. Er hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass ich rauswechsel, hat auch den Eisstrahl im Set, aber durch die Offensivweste macht das nicht allzu viel Schaden, selbst mit dem Lebenorb.
aber egal welche Attacke er gehabt hätte, es hätte alles nicht gereicht. Also eine Drachenklaue hätte nicht gereicht, Erdbeben logischerweise auch nicht, denn das war auch so ziemlich sein Set, Drachenklaue, Erdbeben, Eisstrahl und Drachentanz. Und deshalb kann ich jetzt hier nun einen großen Frack schon mal aus dem Spiel nehmen, was natürlich für mich sehr gut ist. Er wechselt jetzt hier in seine Meleuter rein und da dachte ich mir, okay, wenn er ein Vargas-Set ist, kann ich mit meinem Offensivwesen Shaman trotzdem noch jeden Hit überleben, außer er crittet. Weshalb ich auf Schocksamen gehe, bin sogar schneller, was mich etwas verwundert hat, weil ich habe nicht so viel Init-Investment, also eigentlich gar kein Init-Investment, aber er geht auf Bizarro-Raum. Das heißt, er hatte ja logischerweise diese Minus-Priorität und ist als letztes dran in dieser Runde. Und dementsprechend ist jetzt sein Team größtenteils schneller, zumindest sowas wie Alola Knogger. Und dadurch, dass ich den Spezialverteidigungsdrop mit Schocksamen bekommen habe, kann ich mit Erdkräfte auf jeden Fall von der Range sein Menuetta besiegen. Er geht aber in sein Alola Knogger rein und das wird einfach besiegt. Was mich natürlich freut, war ein kleiner Missplay von ihm, weil er nicht damit gerechnet hat, dass ich auf Erdkräfte gehe, beziehungsweise hat er in dem Moment einfach nicht im Kopf, dass Shaman Erdkräfte kann und somit verliert er sein Alola Knogger. Ein großer Threat in Bizarro-Raum. Der ist auf jeden Fall weg, das freut mich natürlich. Ich wechsle jetzt hier nun raus in meinen Brutalander, weil ich mir dachte, okay, ich kann ihn zwar mit Schocksamen besiegen, aber im Bizarro-Raum ist sein Donphan schneller als mein Shaman, weshalb er wahrscheinlich auf Mülltreffer oder Gift-Tieb gehen wird. Aber nein, er macht's gut, geht auf Turbodreher, hat wahrscheinlich den Switch-Out predicted oder wollte einfach nur diese Tarnsteine wegbekommen für seinen Mega-Bibor. Ich bekomme natürlich Beulenhelm-Schaden auf Donphan drauf, aber ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich hätte wahrscheinlich drinbleiben müssen mit Shaman, dann hätte ich auf jeden Fall dieses Donphan schon mal wegbekommen. Natürlich hätte er trotzdem die Tarnsteine wieder vom Feld bekommen können, aber trotzdem, dann hätte ich jetzt keinen Schaden auf Brutalander bekommen, denn er geht natürlich auf Steinkante, macht aber nicht viel Schaden, ich bin total physisch defensiv und kann mit der Hydro-Pumpe sehr, sehr guten Schaden machen und solange er keinen Volltreffer bekommt, gewinne ich dieses Matchup trotzdem, weshalb ich mir jetzt erstmal dachte, okay, Bizarro-Raum läuft noch eine Runde, das heißt, er ist noch eine Runde schneller und um diesen ein bisschen auszustallen und auch auf einer guten KP-Range zu sein für seinen Mega-Bibor, gehe ich jetzt hier an dieser Stelle erstmal auf einen Ruheort, denn so bin ich jetzt hier wieder in einer ganz guten KP-Range und dadurch, dass der Bizarro-Raum nach dieser Runde ausläuft, kann ich dann mit einem Flammenwurf dieses Donphan aus dem Spiel nehmen. Denn ich werde auf jeden Fall von dieser Range seinen Donphan besiegen können, außer er hätte ein Offensivwesten-Set, aber wie wir sehen, er hat die Überreste drauf, also passt das. Ich gehe jetzt hier auf die Flammenwurf-Attacke, besiege somit sein Donphan, denn möglicherweise wechselt er heraus oder die Hydro-Pumpe geht daneben, deshalb ist Flammenwurf auf jeden Fall der sichere Play. Er wechselt jetzt hier nun in seine Gaga rein, also in seinen Menuetta, um wahrscheinlich guten Schaden auf Brutalander raufzubekommen. Denn Brutalander ist, wie gesagt, immer noch wichtig für sein Mega-Bibor, um das gut zu checken. Weshalb ich jetzt hier in Vespid rausgehe, ich kann ja möglicherweise einen Hit tanken und dann vielleicht nochmal mit der Kehrtwende rausgehen oder so. Und er geht aber auf Zauberschein und das macht gar nicht so viel Schaden. Das ist aber ein Two-Hit-KO nach der Verbrennung. Aber ich dachte mir, mit dem Wahlschalter bin ich doch sicherlich schneller. Und nein, Meluetta ist schneller und geht auf die Psychokinese, was ich nicht ganz verstanden habe, denn eigentlich hätte die nicht gereicht, außer es kommt ein Volltreffer. Naja, das war ein bisschen blöd, ich hätte auf die Kehrtwende gehen können, war nämlich sogar langsamer, das heißt, ich hätte eine langsame Kehrtwende rausbekommen können und hätte in sowas wie Kikli reingehen können und vielleicht die letzten Pokémon damit aus dem Spiel nehmen können. Zumindest war das erstmal mein Plan. Ob das Ganze geklappt hätte wegen dem Mega-Bibor, das wäre dann was anderes gewesen. Auf jeden Fall kann ich aber jetzt nun in Cibuna reinkommen oder mit Cibuna reingehen und schon mal Meluetta besiegen. Wir sehen jetzt hier auch den Fokus-Gurt, sehr interessant. Und er hat natürlich noch seine Biene, Willi, der gute Name. Und die Sache ist, dadurch, dass die Tarnsteine nicht liegen, habe ich auch keine Chance, mit dem Eissplitter von dieser Range Mega-Bibor zu besiegen. Weshalb ich auf jeden Fall rauswechseln muss. Cibuna ist noch wichtig, deshalb gehe ich jetzt hier in meinen Brutalander mit dem Beulenhelm, hole natürlich noch den Bedroher raus und er wird mir nicht allzu viel Schaden machen können. Egal ob mit Griff-Tieb oder sonst irgendwas in der Art. Wenn der Kraftreserve Eis im Set hat, dann macht das auch keinen Schaden, weil Mega-Bibor hat eine 15er Spezialangriff-Base. Also ja, das wird nicht gerade ein hoher Schaden sein. Und er geht auf Griff-Tieb, macht somit soliden Schaden, aber kein Two-Hit-KO, wobei er die Vergiftung bekommt, die aber auch nicht allzu schlimm sein sollte, weil er mich immer noch nicht Two-Hit-KOen kann. Denn ich kann mich einfach dagegen Ruheorten und mit Beulenhelm mache ich dann den Rest letztendlich. Er macht es aber natürlich gut, wechselt jetzt erstmal raus, weil Mega-Bibor bringt jetzt hier nichts im Matchup gegen Brutalander, also es bringt jetzt nichts hier drin zu bleiben. Das Matchup wird einfach verlieren und hat jetzt sich eine schlaue Sache überlegt, denn ich heile mich jetzt hier natürlich erstmal auf und er wechselt in seinen Rotom rein. Die Sache ist natürlich, ich habe Flammenwurf im Set und werde Rotom besiegen und er wird mich nicht besiegen, weil wir haben sein ganzes Moveset gesehen, das heißt, er hat keine Kraftreserve Eis im Set, aber er hat natürlich die Attacke Trickbetrug und kann somit wieder die Items vertauschen, weshalb ich jetzt hier nur meinen Beulenhelm nicht mehr habe und er bekommt die Buleo-Beeren, also ich bekomme jetzt die Buleo-Beere auf Brutalander.
Und somit besiege ich zwar sein Rotom, aber die Boyenhelm, oder das Boyenhelm-Item ist weg. Weshalb ich jetzt hier wiederum natürlich nicht mehr so gut gegen Mega Bibor aufgestellt bin. Denn wenn er jetzt hier auf Gift Heap geht, macht er soliden Schaden und ich kann keinen Schaden dann auf der anderen Seite machen durch Beulenhelm. Ich muss direkt auf Flammenwurf gehen und er wird mich leider mit Gift Heap 2-Hit-KO'n. Weshalb ich jetzt hier auch leider auf Flammenwurf gehe und somit meinen Mutalander eigentlich opfern müsste. Aber ich dachte mir, okay, es sieht momentan sehr gut aus. 5-1 steht es momentan und ich könnte natürlich versuchen, so hoch es geht, zu gewinnen, weil die Differenz ist in der GPA tatsächlich wichtig. Für manche ist das immer ein bisschen komisch und auch ein bisschen eklig, aber jeder oder die meisten versuchen auch wirklich auf Differenz zu spielen, wenn es möglich ist. Weshalb ich jetzt hier auf Magierner gehe, um Gift Heap abzufangen. Aber macht's gut, geht auf Kehrtwende. Und ab dieser Range sollte aber auch ein Schlagbohrer von einem frohen Mega Bibor nicht ausreichen. Zumindest habe ich das so nachgerechnet. Aber er geht auf Schlagbohrer, was auch eine schöne Animation hat. Und das war ein hartes Mega-Bibor, weshalb er Magierner besiegt. Und somit kann er auf jeden Fall das Ganze nochmal zu einem 4-0 machen. Denn es ist nicht zu viel verraten. Ich habe noch Snibunda mit der Eissplitter-Prio. Ich habe auch noch einen Mogelhieb-Kickli in der Hinterhand. Das wird auf jeden Fall jetzt hier an dieser Stelle für mich sehr, sehr gut hinauslaufen oder auslaufen, der Kampf. Denn ich werde sein Mega-Bibor jetzt hier mit dem Eissplitter besiegen oder habe es nun besiegt. Und somit gewinne ich den Kampf 4-0. GG an dieser Stelle für den lieben Crowd oder an den lieben Crowd. Und das war auf jeden Fall ein schöner, schöner Kampf. Mir da gefallen. Natürlich jetzt etwas höher. Es gab ein paar Missplays an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, das auch am Anfang war ziemlich lustig. Zwar etwas verwirrend, aber dieses ganze Herumgewechsel. Wir beide haben irgendwie predicted und nichts ist wirklich aufgegangen. Also war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche geht es dann ran gegen den lieben Mindshoop. Ich hoffe natürlich, dass wir dann die Siegesserie, Achtung Spoiler, fortführen können. Denn wir stehen momentan doch wieder ganz gut. Das heißt, wenn wir jetzt weitermachen, können wir tatsächlich auch oben sehr, sehr gut mitspielen. Dafür werde ich natürlich mein Bestes geben. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Bewertung, Kommentare sehr gern gesehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.